Die Junkers Ju-52 der Lufthansa Berlin Stiftung war hier vor knapp 3 Wochen mal ein Riesenthema. Das hat euch wirklich extrem doll interessiert und durch die Bank weg wart ihr euch eigentlich einig, dass das Einstellen der finanziellen Unterstützung für dieses Projekt durch die größte deutsche Airline und das damit höchstwahrscheinlich einhergehende Einstellen der kommerziellen Flüge mit diesem Flugzeug, dass das höchst bedauerlich ist und dass hier wohl auch an den falschen Ecken und Enden Geld gespart wird. Aber so richtig bewerten können wir das ja gar nicht. Und eine neue Entwicklung bei der letzten in Europa für den Passagierbetrieb zugelassenen Super Constellation zeigt jetzt nochmal ganz deutlich, wie wichtig die Rolle des Geldes bei diesen historischen Flugzeugen ist. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Mitte, Ende Januar wurde die Nachricht veröffentlicht, dass die größte deutsche Fluggesellschaft Lufthansa ihr Projekt Junkers Ju-52 von der Lufthansa Berlin Stiftung nicht mehr finanziell unterstützen wird. Und das, was dann alle direkt befürchtet hatten, das bewahrheitete sich dann auch recht schnell. Die Junkers Ju-52, die letzte Junkers Ju-52 übrigens, die für den Passagierbetrieb hier auf der ganzen Welt noch zugelassen war, wird jetzt keine kommerziellen Flüge mehr durchführen können. Auf der Internetseite der Lufthansa Berlin Stiftung für diese Junkers Ju-52 wurden von da an keine Gutscheine mehr für entsprechende Flüge, für Rundflüge verkauft. Und falls ihr schon Tickets für die Saison 2019 hattet, werdet ihr das Geld dafür natürlich zurückbekommen. Das ist ohne Zweifel sehr schade, da sind wir uns wohl einig, gerade weil es sich bei dieser 1936 gebauten Junkers Ju-52, soweit ich weiß, um die älteste Maschine dieses Typs handelt, die aktuell überhaupt noch für solche Flüge fit ist, beziehungsweise es ist auch, wie gesagt, die älteste Maschine vom Typ Junkers Ju-52, die wirklich aus den Junkers-Werken in Dessau kam, 1936, und heute noch für die entsprechenden Passagierflüge zugelassen wäre. Dann wollte ich noch kurz darauf eingehen, dass einige von euch unter dem entsprechenden Video geschrieben hatten, dass sie noch ständig Junkers Ju-52 oder was heißt ständig, aber ab und zu mal Junkers Ju-52 am Himmel sehen und vielleicht sogar auch ein Ticket für entsprechende Rundflüge im Jahr 2019 gekauft haben und jetzt auch erwarten, mit diesem Flugzeug irgendwann mal fliegen zu können. Das wollte ich auch gar nicht in Frage stellen, das stimmt natürlich, aber zum aktuellen Zeitpunkt sind die beiden Junkers Ju-52, die es in der Schweiz noch gibt, bei UAir, die sind, soweit ich weiß, noch nicht wieder für den Passagierbetrieb zugelassen, da ist man aber dran. Bei der dritten Maschine, die jetzt wieder zu der Schweizer Fluggesellschaft hinzukommen soll, die Maschine, die jetzt eine Zeit lang oder ich glaube jetzt gerade sogar immer noch in Mönchengladbach stand oder steht und auch immer wieder Flüge über dem Ruhrgebiet durchgeführt hat. Bei der Maschine handelt es sich um einen Nachbau aus Spanien. Dabei sind das keine Nachbauten in dem Sinne, dass man sich irgendwie vor 10, 20 Jahren mal mit viel Geld gedacht hat, wir bräuchten jetzt mal ein paar von diesen Flugzeugen für Rundflüge oder sowas und hat die dann einfach mal nachgebaut, sondern das sind Lizenzbauten aus Spanien. Damit sind die Flieger nur unwesentlich jünger als die wirklichen Junkers Ju-52, die aus den Junkers-Werken in Dessau kommen. Aber es bleiben eben spanische Lizenzbauten und deswegen ist die Junkers Ju-52 der Lufthansa Berlin Stiftung zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich die einzige Junkers Ju-52, die noch für den Passagierbetrieb zugelassen ist. So viel also dazu. Jetzt zur Lockheed Super Constellation. Über das Flugzeug haben wir schon mal ein bisschen ausführlicher gesprochen, ist für viele wahrscheinlich noch immer das beste dreimotorige Flugzeug der Welt oder das schönste Langstreckenflugzeug, das es je gab oder was auch immer. Von der Super Constellation, also von der erfolgreichsten Variante aus der Lockheed Constellation Baureihe, gab es mal knapp 580 Stück. Von der Vorgängervariante von der Constellation wurden knapp 230 Exemplare gebaut und von dem Starliner, also dem Nachfolger der Super Constellation, wurden 44 Exemplare gebaut. Also es gab mal knapp 850 Flugzeuge davon und tatsächlich fliegt davon heute fast gar keine mehr. Es gibt offiziell auf der gesamten Welt nur noch 2 flugtaugliche Exemplare der Super Constellation, beziehungsweise 2 Maschinen, die sich nahezu in einem flugtauglichen Zustand befinden, beziehungsweise recht schnell wieder an einen solchen versetzt werden können. Und es gibt auch nur eine Maschine, die jetzt in den letzten Jahren zumindest immer für den Passagierbetrieb zugelassen war. Also nicht mehr wirklich viel. Und allein aus dem Grund ist eine Verbindung oder ein Vergleich zwischen der Ju-52 und der Super Constellation schon mal sehr interessant. Denn obwohl beide Flugzeuge aus einer anderen Zeit kommen, die Ju-52 der Lufthansa Berlin Stiftung ist tatsächlich ziemlich genau 20 Jahre älter als die jetzt besagte Super Constellation. Trotzdem haben die einiges gemeinsam. Sie begeistern weltweit eine ganze Menge Leute. Dafür sind sie sehr bekannt und aktuell gibt es auf der gesamten Welt nur ein einziges Exemplar vom jeweiligen Flugzeugtypen aus der damaligen Zeit, das heute im Fall der Ju-52 83 Jahre später, im Fall der Super Constellation 63 Jahre später noch immer Passagiere mitnehmen darf.
Und jetzt kommt die traurige Gemeinsamkeit. Bei beiden Flugzeugen ist das mit dem Passagiere mitnehmen höchstwahrscheinlich jetzt vorbei. Bei der U-52 der Lufthansa Berlin Stiftung und bei der besagten Super Constellation. Dabei handelt es sich nämlich genau um die Constellation, die in den letzten Jahren zumindest immer gerne als Breitling Super Constellation bezeichnet wurde oder so genannt wurde. Denn das Unternehmen Breitling war jahrelang Hauptsponsor des Flugzeuges und des gesamten Projektes drumherum. Das ist heute nicht mehr so. Dafür gibt es mittlerweile mehrere tausend Mitglieder, die Jahr für Jahr immer wieder dafür sorgen, dass das Flugzeug in die Luft kommt und auch mit Passagieren fliegen darf. Damit ist jetzt höchstwahrscheinlich aber endgültig Schluss. Die Leute, die das Thema sowieso verfolgen, die wissen das wahrscheinlich schon, denn Ende 2018 kam für die Mitglieder der entsprechende Bericht, der diese ganze Phase, die jetzt kommt, einläutete. Denn da wurde schon mal darauf hingewiesen, dass das in der Schweiz zuständige Amt für diese Flugzeuge, also das Bundesamt für Zivilluftfahrt, die werfen jetzt nach dem Absturz der U-52 der UR nochmal ein deutlich stärkeres Auge auf historische Flugzeuge in der Schweiz, als sie das vorher sowieso schon getan haben. Diese Super Constellation, wie gesagt die letzte Maschine auf der ganzen Welt, die zum aktuellen Zeitpunkt noch Passagiere mitnehmen darf, war zugelassen für etwa 40 Passagiere und verbrachte pro Jahr dann immer so um die 70 Stunden in der Luft, war auf verschiedenen Airshows, auf verschiedenen Veranstaltungen, konnte man sich das Flugzeug anschauen und entsprechende Flüge damit kaufen und dann mit dieser Maschine fliegen. In diesem Ende 2018 erschienenen Bericht bereitete man dann quasi die Mitglieder des ganzen Projektes schon mal darauf vor, dass man an einigen Stellen des Fliegers Korrosion entdeckt hat, beziehungsweise auch noch an weiteren unschönen Stellen des Fliegers Korrosion erwartet. Und unschön bedeutet in diesem Fall teuer zu reparieren. Für die jetzt anstehende Kontrolle müssen alle vier Flügelholme der Super Constellation kontrolliert werden. Die Flügelvorderkante mit Triebwerksaufhängung muss abmontiert und kontrolliert werden, genauso wie die Flügelhinterkante mit den Landeklappen. Und wie erwartet wurde an diesen unschönen Stellen Korrosion entdeckt und die Reparatur, die dort jetzt ansteht, verlangt von den Experten das Abmontieren der beiden Tragflächen der Super Constellation. Dann müssen wiederum alle Kleinigkeiten kontrolliert werden, gewisse Teile komplett neu konstruiert, neu gebaut werden. Und das klingt nicht nur teuer, sondern das ist teuer. Das kommt einem Flügelneubau gleich. Seit einigen Wochen tauchen dann im Internet immer mal wieder Bilder auf und die sind sehr interessant, denn die zeigen das Flugzeug in einem sehr traurigen Zustand. Und so ist es selbstverständlich absolut nicht flugtauglich. Ich muss gleich mal gucken, ob ich noch ein Bild finde, was ich verwenden darf. Ansonsten würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen, mal einfach im Internet, am besten einfach bei Google, nach dem Flugzeug Hotel Bravo Romeo Sierra Charlie zu suchen. Dann nach den aktuellsten Bildern davon und dann seht ihr ja, was ich meine. Dort wurden Teile des Rumpfes demontiert, dann durch neue Teile ersetzt. Teile des Leitwerks mussten aufgrund von Korrosion entfernt werden, mussten ersetzt werden bzw. müssen jetzt immer noch ersetzt werden und so ist die Maschine selbstverständlich nicht flugtauglich und auch noch ganz weit weg von einer Zulassung für den Passagierbetrieb. Klingt alles nicht ganz so gut und einen kleinen Ausblick auf das, was uns eventuell mit diesem Flugzeug in den nächsten Wochen noch erwarten könnte, gab es dann im letzten Monat, denn dort wurden aus einigen alten Blechen der Super Constellation, also Blechen, die man jetzt im Zuge der Reparatur da abgenommen hat und nicht mehr braucht, daraus wurden jetzt sogenannte Aviation Tags gemacht. Davon gibt es knapp 800 Stück, die werden verkauft, also so kleine Marken, die man aus dem Blech herausgeschnitten hat. Ist natürlich interessant und auch eine coole Sache, aber nichtsdestotrotz wäre es irgendwie schade, wenn das ganze Flugzeug jetzt zu diesen Aviation Tags verarbeitet wird. Gestern, und das ist jetzt die aktuelle Information, kam dann eine wichtige Mitteilung für die Mitglieder des Projekts, beziehungsweise eine aufklärende Mitteilung. Denn die Reparatur, die jetzt bei dieser Super Constellation, bei der letzten für den Passagierbetrieb zugelassenen Super Constellation ansteht, die wird wohl etwa 4 Jahre dauern und etwa 20 Millionen Schweizer Franken kosten, also etwa 18 Millionen Euro. Das ist viel Geld und eine lange Zeit. Eine lange Zeit, in der man das Flugzeug definitiv nicht am Himmel sehen wird. Und jetzt müssen dort natürlich Entscheidungen getroffen werden, denn durchführen lässt sich das alles, auch in diesem langen Zeitraum. Es muss halt nur irgendjemand bezahlen. Und jetzt irgendwie anfangen und dann nach und nach das Geld zusammenkratzen, das ist keine Option, denn dann endet das wahrscheinlich so wie die Starliner-Geschichte bei der Lufthansa. Man hat 2008 mit der Restaurierung bzw. mit dem Neuaufbau eines Starliners bei der Lufthansa angefangen. Scheinbar hat die Airline dafür schon über 100 Millionen Euro investiert. Und jetzt, nach knapp 10 Jahren, hat man dann gesagt, okay, das ist doch ein bisschen zu viel Geld und das gesamte Projekt wurde auf Eis gelegt und gilt zum aktuellen Zeitpunkt schon als gescheitert. Das soll so mit der Super Constellation ja nicht sein. Fakt ist aber, die Schweizer Super Constellation aus dem Jahr 1955, die zum aktuellen Zeitpunkt in Zürich steht, die soll auf gar keinen Fall dort vergammeln. Aber egal, welche Option man jetzt wählt, sei das jetzt, das Flugzeug kommt in irgendein Museum, wird wieder schick gemacht und sieht dann da einfach gut aus, aber bleibt am Boden oder kommt als Hauptattraktion in irgendeinen Luftfahrtpark oder sowas, egal was man machen möchte, es kostet auf jeden Fall ein paar Millionen. Denn das würde ja nicht zwingend am Flughafen Zürich stattfinden und ein Überführungsflug, der kostet Geld und ist mit viel Aufwand verbunden.
verbunden, würde aber funktionieren. Aber das Auseinanderbauen und das Flugzeug dann über den Landweg transportieren, das kostet ebenfalls eine ganze Menge Geld. Also egal, was man machen möchte, man muss Geld in diese Maschine investieren, damit sie nicht einfach dort vergammelt. Aber fast egal, für welche Option man sich dort jetzt entscheidet, allem Anschein nach wird das Ende für die Passagierfliegerei mit der Super Constellation bedeuten. Und ganz ehrlich, irgendwo ist es ja auch einfach nachvollziehbar, denn wo soll das ganze Geld denn herkommen? Und das gilt jetzt natürlich für die U52 genauso wie für die Super Constellation in der Schweiz. Es sind natürlich beide super tolle Projekte, sehr emotional und für jeden, der da mitwirken kann und für jeden, der da irgendwas leisten kann, in egal welcher Form, ist das auch sicherlich was ganz, ganz Tolles. Aber diese Flugzeuge Jahr für Jahr immer neu zuzulassen für Passagiere und dann immer wieder in die Luft zu bringen, ist mittlerweile mit so einem riesigen Aufwand und dadurch auch mit riesigen Kosten verbunden, das lässt sich nur noch schwer rechtfertigen. Und auch wenn die U52 der UR, die da abgestürzt ist, auch wenn das nicht aus Altersgründen passiert ist, zumindest sieht es zum aktuellen Zeitpunkt so aus, die Maschine ist aus anderen Gründen abgestürzt. Man muss es ja trotzdem nicht drauf anlegen. Überlegt mal, die U52 der Lufthansa Berlin Stiftung, wenn die mit dem Namen Lufthansa drauf abstürzt, mit Todesopfern, was das zur Folge haben würde. Deswegen, so schön das auch alles ist, es bleiben einfach extrem alte Verkehrsflugzeuge. Oder seht ihr das vielleicht anders als ich? Und dann soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.